Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel und ich habe neulich eine Halloween-Obby gemacht und am Ende war irgendwie quasi der große Preis, dass ich jetzt in eine neue Halloween-Obby noch reingesogen wurde. Also ich bin hier, ich weiß gar nicht genau, wie ich hier hingekommen bin. Ich bin durch so ein Portal gegangen und jetzt bin ich in einer anderen Halloween-Obby. Und ich kann schon mal sagen, die sieht ja wohl mal richtig krass aus. Also hier alleine schon dieser Eingangsbereich, das ist richtig, richtig cool designt. Hier ist so... Ich kenne das nur so aus amerikanischen Cartoon-Serien oder sowas. Das ist so Candy Corn. Und das ist, glaube ich, eigentlich einfach nur Zucker. Und das hier ist so ein Bonbon und dann noch so eine Schüssel, wo Candy Corn und ein Bonbon drin ist und ein riesiger Kürbis. Und hier auf der Seite nochmal das Gleiche. Und ich habe eben gesehen, dass irgendjemand auch einfach hier drauf gelaufen. Das probiere ich jetzt aber auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das schon tatsächlich Teil der Obby ist. Aber ausprobieren kann man ja, ob es hier oben vielleicht irgendwas zu gewinnen gibt oder so. Wow, schaut euch mal diesen mega riesen Kürbis an. Wow. Der sieht aber richtig böse aus. Und hier ist der Rest der Obby. Also ich habe bisher 1% geschafft, weil ich aber auch noch überhaupt nicht losgegangen bin. Und ich würde sagen, das ändern wir jetzt mal und los geht's. Und hier ist auch schon der erste Checkpoint. Cool. Boah, dieser Halloween-Kürbis sieht aber echt richtig creepy aus. Ich hoffe, der will mich nicht irgendwie fressen oder sowas. Sieht auch hungrig aus. Ganz schön groß. Der verfolgt mich hier hoffentlich nicht. Ich glaube, ich muss hier vor dem Riesenkürbis entkommen. Jetzt sind hier so coole Lollipops. Über die kann ich aber hier einfach über den Stiel rüberlaufen. Und wieder ein Checkpoint geschafft. Diese Obby ist ja auch total in Schwarz und Orange gemacht. Das finde ich auf jeden Fall total cool. Hey, Moment mal. Jetzt ist der hier einfach über diese Treppe gelaufen, wo die Stuben verschwinden. Und weil der vor mir dran war, konnte ich da gar nicht drauf. Aber zum Glück kommen sie auch relativ schnell wieder nach. Ich hoffe, ich schaffe die Treppe jetzt aber nach oben, bevor ich runterfalle. Juhu, ich hab's geschafft. Jojo Vogel schafft alles. Und jetzt gehe ich hier lang. Ich könnte aber ja auch einfach hier rüberspringen stattdessen. Haha, Abkürzung. Und hier sind so gruselige Kürbisgesichter auf dem Boden, so wie das, was ausgeschnitzt wird aus dem Kürbis, was dann überbleibt. Sehr clever. Also echt kreativ hier, diese Obby. Nicht schlecht. Jetzt sind hier so Laserfelder auf dem Boden oder Lavafelder. Und hier springe ich nicht über die Leitern rüber, sondern gehe einfach nur am Rand entlang. Hehe. Und da ist jetzt ein riesiger Candy Corn. Also die sehen schon irgendwie echt lecker aus, muss ich sagen. Dann geht's jetzt hier rüber und hopp und hopp und hopp und geschafft. Nächster Checkpoint. Hier kann ich einfach nur so rüberlaufen, da passiert nichts. Oh, hier ist irgendwas eingebrochen. Der Boden ist so ein bisschen kaputt. Boah, voll cool und jetzt sind hier so riesige Süßigkeitenschalen mit Bonbons und Candycorn drin. Und dann noch sogar eine riesige. So an der Seite. Cool. Das ist ja echt wie Süßes oder Saures hier. Ich hoffe, für mich gibt es nur Süßes und nicht Saures. Also, saure Süßigkeiten mag ich zwar auch, aber Saures ist da ja eher, dass man irgendwie einen Prank bekommt oder so. Das wäre nicht so cool. Ich werde nicht gerne geprankt. Ich pranke selber gerne, aber selber will ich nicht Opfer des Pranks sein. Von daher lieber Süßes. Und hier ist ein riesiges Bonbon. Cool. Das Pink passt auf jeden Fall hier als Kontrast richtig gut rein. Also das sieht man auf jeden Fall auch schon von Weitem. Wobei ich es ja jetzt gar nicht von Weitem gesehen habe. Also vielleicht liege ich da auch falsch. Aber ich habe auch nicht unbedingt drauf geachtet, muss ich dazu auch sagen. Bei der anderen Halloween-Obby, die ich gemacht habe, da war ja auch so ein Nachthimmel. Das hatte auch eine richtig coole Atmosphäre. Aber ich muss jetzt hier auch sagen, dadurch, dass... hier einfach nur alles schwarz ist, das wirkt echt, als wäre ich in so eine andere Dimension gesaugt worden oder sowas. Also irgendwie auch total cool. Hat auch so einen ganz eigenen Flair und man erkennt wirklich alles richtig, richtig gut hier. Jetzt über ein paar X springen. Die dunklen sind fast schon schwierig zu erkennen, weil ja der ganze Hintergrund ja auch schwarz ist. Aber durch die richtige Beleuchtung hebt sich das immer noch ab. Oder auch nicht, jetzt bin ich einfach runtergefallen. Neuer Versuch. Dip, 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 dip. Julian schafft alles. Und hopp, weiter geht's. Und hier nochmal drüber. Und da nochmal drüber. Geschafft.
Und jetzt sind hier noch mehr Süßigkeiten und Bonbons. Und ich bin einfach runtergefallen. Ich war total abgelenkt. Nochmal ein neuer Versuch. Da, ganz viel Bonbons. Wow, das ist ja wie ein Friedhof hier. Mit den Grabsteinen. Auch irgendwie voll cool. Boah, und jetzt steht hier Halloween auf dem Boden, glaube ich. Halloween. Das ist ja aber auch ganz schön kreativ. Halloween auf dem Boden schreiben und das als Stufe hier zu haben, wo man rüber muss. Nee, schlecht. Und wieder ein Checkpoint. Jetzt muss ich hier rüberlaufen. Ich meine erstmal hochklettern. Nächster Checkpoint. Wow, jetzt bin ich ja tatsächlich schon wieder eine Ebene höher. Das ging jetzt aber ratzfatz. Und da sehe ich auch, wo ich vorhin gestartet bin. Da ist dieser riesige, gruselige Halloween-Kürbis. Und da ist der Startpunkt. Da bin ich schon überall einmal rum. Und ich glaube, das große Finale ist über mir. Also ich habe jetzt quasi, na, fast die Hälfte ungefähr geschafft. Sind das hier so Witten, die runtergehen? Nö. Sieht nur so aus. Okay, hier muss ich, denke ich, mal den richtigen Weg wählen. Ich fange mal mit Blau an. Ja, yeah, Blau war richtig. Und jetzt will ich Gelb. Auch richtig. Und Lila. Hm, ist das alles richtig hier oder was? Oh, es war gar nicht, wähle den richtigen Weg. Das dachte ich nur. Jetzt wird es hier so ein bisschen abgefahren, spacig oder so. Das sind, glaube ich, sind das Hexenkessel? Oh ja, ich dachte erst, das wäre irgendwie so Alien-Lichter. Aber nein, das sind glühende Hexenkessel. Krass. Hier rüber. Nächster Checkpoint. Ich habe inzwischen über die Hälfte geschafft. Jetzt durch diese Röhre, diesen Tunnel hier. Na, hier kann ich doch einfach in der Mitte laufen. Da muss ich ja gar nicht rechts und links springen. Das ist da keine den richtigen Weg? Hm, auch nicht. Frag mich, ob sowas wohl noch kommt. Das ist ja eigentlich immer so ein Standard in Lobbys. Hm. Wow, hier ist ja eine Rutsche. Krass. Das kam überraschend. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier muss ich jetzt so einmal drüber klettern und drüber springen. Und wenn ich den Boden berühre, der Boden ist Lava, dann kriege ich da Gesundheit abgezogen. Oh, hier auch. Und jetzt bin ich auch noch reingefallen. Na, super. Boah, Leute, schaut mal. Da sind so Fledermäuse. Oh, die sind niedlich. Die mag ich. Und die geben mir hier auch den Weg frei, um weiterzukommen. Zum nächsten Checkpoint. Dö, geschafft. Muss ich hier durch diesen komischen, na, fast schon Wald eigentlich mit den ganzen Stämmen. Aber eigentlich auch nicht. Oh, das ist alles ein Fließband, was nach vorne geht. Und hier ist wieder Lava auf dem Boden. Da muss ich vorsichtig sein. Hopp, hopp, hopp. Einfach drüber springen. Und da hinten ist das Ende. Bin nicht mehr so weit davon entfernt. Wo sind wohl eigentlich alle anderen, die bisher diese Obby gespielt haben? Vorhin waren da ja noch andere. Die haben wohl schon viel weiter nach vorne geschafft. Weil ich habe jetzt, glaube ich, noch niemanden überholt bisher. Noch mehr. Oh, die will ich alle essen. Welche Geschmacksrichtung das wohl ist? Himbeere oder Erdbeere? Vielleicht auch Kirsche. Das sind, glaube ich, so Kaubonbons. Sowas mag ich total gerne. Und noch ein Checkpoint. Und da sind schon wieder diese bösen Kürbisse. Die haben es ja echt auf mich abgesehen. Ganz schön große Lücken, aber das schaffe ich. Ich bin gut im Springen.
95. Wow. Das war knapp. Ich dachte, da wäre nichts auf der anderen Seite. Aber zum Glück doch. Und 96. Okay, hier muss ich jetzt aber wirklich den richtigen Weg wählen. Ich fange an mit Blau, weil Blau ist am coolsten. Geschafft. Und vorhin habe ich Gelb genommen. Also jetzt auch nochmal. Jetzt gibt es noch Rosa oder so Magenta. Das passt ein bisschen zu meiner Hose. Oh, das war wohl falsch. Aber es hat mich auf jeden Fall trotzdem nicht so sehr verletzt, dass ich neu anfangen muss. Und jetzt war ja klar, am Ende nochmal diese ganzen Kürbisse hier. Nein, nein, Kürbis. Mit mir nicht. Mich kriegst du nicht. Ich entkomme dir. So, jetzt nochmal die Treppe hier hoch. Boah, Leute, gleich sind wir schon am Ende. Wir haben es fast geschafft. Jetzt nur noch einmal hier rüber springen und dann sind wir endlich dem Riesenkürbis entkommen. Oh yeah, cool. Wir haben es geschafft. Bap, bap, bap. Julian hat den Riesenkürbis bezwungen. Ha, das hast du davon. Wo ist denn noch der Erste? Da unten. Ich bin dir entkommen. Ich bin der Gewinner dieser Halloween-Obby. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und bis dahin, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!